Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test, sage ich erstmal. Wir spielen Subnautica, ist zurzeit noch eine Early Access Version und es ist ein Unterwasser Survival Game, was ich ziemlich geil finde. Ich habe auch schon, es gibt noch so ein anderes, das heißt Far Sky, wollte ich auch noch einen Let's Test zu machen. Habe ich auch schon mal so ein bisschen halt probiert. Und naja, da kommt nochmal ein Test dazu, das sage ich jetzt noch nichts dazu. Subnautica habe ich noch nicht getestet. Also ich will mich da nicht spoilern. Ich habe jetzt mal einen Sound habe ich bloß eingestellt und so. Also nichts, habe noch nichts getestet. Ja. Ich sage Let's Test. Sollte es... Guck mal, man kann ja sogar den Blubberblasen machen im Menü. Hui! Ist irgendwie lustig. Finde ich irgendwie gut. Gefällt mir. Das Spiel hat mich schon in seinen Bann gezogen. Nein. Ich sag mal, jetzt test erstmal. Wir gucken mal, wie es ist. Zelda ist wirklich... Die Musik ist auch ein bisschen lauter, wo ich habe schon leise gestellt. Zelda ist wirklich richtig gut sein. Also, Zelda ist mir persönlich auch sehr gefallen. Werde ich vielleicht sogar ein LP draus machen. Wir gucken mal. Gut, dann würde ich sagen, ohne lange Umschweife. Fangen wir direkt erstmal an. Neues Spiel. So. Neues Game. Überlebensmodus. Meide gefährliche Kreaturen, finde Ressourcen und bediene Hunger und Durst zum Überleben. Freies Spiel. Wieder Überlebensmodus bloß ohne Hunger und Durst. Hardcore. Überlebensmodus mit nur einem Leben. Keine Sauerstoffwarnungen. Kreativ. Nee, kreativ nicht. Das nicht. Freies Spiel. Freispiel oder Überleben? Das ist die erste Entscheidung. Meine falsche Kreaturen, das ist ja wieder Überlebensmodus, bloß ohne Hunger und Durst. Ich finde es aber ganz gut, wenn wir noch Sachen anbauen müssten. Naja, das ist ja Überleben. Das ist ja Survival. Also. Yeah? Oder ich stoppe die Aufnahme nicht, weil jetzt geht's ja weiter. Okay, hoffe ich. Geht's jetzt weiter? Hallo? Oh. Au. Jetzt habe ich irgendwie kommen sehen. Okay, kann ich jetzt was machen? Kann ich? Ja, okay, jetzt kann ich was machen. Huch, was? Leiter, Fehler zu melden, Feedback zu geben, okay. Ach hier, achso, okay. Erstmal das. Okay, okay. Na? Ah, okay. Hey, na, hat er da. Gehst du aus? Ah. Ist jetzt aus? Ja. Greetings, Survivor. Great job not dying. To assist you in further survival in emergency situations, you have been issued this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory, display currently available construction blueprints, okay. And holds other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. Okay, jetzt kriegen wir alles angezeigt. Das ist unser Inventar. Das sind halt unsere Klamotten, die wir anhaben. Ich nehme an, das sind so unsere Verbesserungen, die wir machen können im Anzug. Was haben wir hier? Baupläne, Sprachaufnahmen, Galerie, okay, Datenbank. Okay, hier haben wir jetzt auch unsere Anzeige. Sauerstoff, Lebensanzeige,
Essen und Durst. Okay. Kann ich hier wieder raus? Hallo? Wie kann ich hier raus? Was? Zeit? 3 Stunden seit Aufschlag auf dem Planeten. Zwei Planeten? Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre. Okay. Wir gucken mal hier durch. Okay, das sind unsere ganzen Baupläne, die wir haben. Bessere Anzüge, wir können einiges machen. Loks. Okay, Galerie, haben wir noch nichts. Okay, F11. F11 zum Screenshot machen, das ist aber komisch. Wie kann ich da raus? Escape? Nein, Escape war's nicht. Hallo? Ich will hier raus. Lass mich raus. Ah, okay. Das ist Tab, okay. Attention. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with on. Ist das schon, ist das? Ja, das ist. Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Okay. Wir gehen mal raus. Schön. Oh, Mist. Da ist doch ein Planet. Okay, das war also unser Schiff. Betonung liegt auf das, das war unser Schiff. Jetzt ist es nicht mehr unser Schiff. Ja, doch, irgendwie schon, aber das ist jetzt ziemlich putt. Schönes Schiffchen. Was? Achso, die da machen Geräusche. Was sind das? Kann ich die irgendwie... Es müsste auch noch mehr Überlebende geben. Ich meine, wir können ja als Einziger hier überlebt haben. Gibt es da nie noch mehr Leute? Wo seid ihr? Was denn das? Das da, da ist ein dunkler Fleck. Schon ein Riff oder sowas. Okay, wir gehen mal wieder rein. Huch. Zack. Wir gehen mal wieder rein. Hier kann ich jetzt... Okay, reparieren. Was? Selbstladende Energiezelle. Okay. Die Energien sind auch voll. Über Errors detected. Hier haben wir. Okay. Huch. Kann ich das nicht? Ah, okay. Huch. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Guckt mal. Hui. Ja. Sehr schön. okay. Kommunikationsrelays damaged. Fabrikator, okay, der geht noch. Der geht. Huch. Der geht noch. Persönlich Ernährung, Ressourcen. Infiziertes Wasser. Oh Gott. Okay, wir sollten erstmal irgendwas. Ach, ja, da werden wir erstmal. Kann ich ihn deaktivieren? Kann ich dich deaktivieren? Ich will dich deaktivieren. Geht nicht. Okay. Oder ich weiß gesagt nicht, wie es geht. Ich würde sagen, wir gehen mal tauchen, oder? Hui! Oh, sieht schon schön aus, ne? Was ist das? Ist ein Alienplanet. Wie ist. Was? Also, das sind die bestimmt da. Die machen die Geräusche gerade. Sehen sehr schräg aus. Ah, hier unten haben wir noch Zeug. Kann man hier ran? Ne, hoch. Aber optisch sehr geil. Oh, der Planet da. Der dreht sich auch richtig. Krass. Das bewegt sich alles richtig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sind die gefährlich? Nein, ich will nicht raus. Mensch, oder was damit? Die scheinen aber da unten zu bleiben. Oh, hier haben wir noch was. Metallschrott, okay. Was haben wir hier? Blaue. Kann ich das nehmen? Die Pilze kann ich nehmen, okay. Huch. Ich nehme mal alles mit. Ich nehme mal alles mit. Vielleicht kann man das ja essen. Oh, guck mal, Fische. Dich kenne ich. Du warst in dem Trailer-Video. Komm mal zurück. Huch. Was haben wir denn hier? Überall die Geräusche. Oh. Ja. Oh, lala. Wo ist die Kapsel? Da. Wir gehen mal zurück. Wir gucken mal. Das ist schon ziemlich geil. Mal gucken, was man jetzt so machen kann. Wir haben jetzt Zeug. Hier haben wir was. Titan. Okay. Aus dem Schrott. Ah, das haben wir aus dem Schrott jetzt quasi gemacht. Ah, okay.
Hier können wir nichts machen. Essenstechnisch, wassertechnisch. Können wir auch nichts machen. Pumpt Luft von der Oberfläche. Da brauchen wir das Titan dazu. Ausrüstung. Da können wir unsere Ausrüstung direkt verbessern. Was haben wir hier? Wasserdichter Spind. Lagerplatz 4. Okay. Auf Tab kommen wir hier in unser Inventar. Lila Pilz. Ätzender Körper... Was? Oh, da, Jungs. Oh, es klingelt. Einen Moment. Ja, entschuldigt. Ihr wisst ja, wie das ist. Passiert. Okay, Titan. Also, wir haben den Schrott jetzt in Titan umgewandelt. Das ist schon mal gut, denke ich. Denke ich, weiß es nicht. Oh, hier, Korridor. Zwei. Continued degradation of the Aurora's drive core may cause a quantum detonation. Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Die meint jetzt aber nicht unsere kleine Rettungskapsel, oder? Die meint das große Schiff. Okay, also hier, das können wir sogar schon alles bauen. Das braucht alles nur Titan. Noch ein Fabrikator, hier brauchen wir jetzt Glas dazu. Eine Leiter. Ein Fundament könnten wir sogar schon machen. Wir könnten direkt schon mal was craften. Ey, das wäre ziemlich geil. Hier können wir... Okay, die restlichen Baupläne fehlen. Wisst ihr was? Wie kann ich denn das machen? Wie kann ich denn jetzt ein Fundament machen? Ich habe jetzt das Titan. Ich will jetzt ein Fundament machen. Nein. Ach, Gewohnheit. Einsetzbares. Nee, ich wollte, ich möchte... Nein. Wisst ihr was? Wir gehen mal noch... Ich kann das aber nicht reparieren, ne? Wir gehen nochmal nach unten. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Ach du, oh wow. Es sieht immer noch schräg aus. Was kommt da denn? Oh, sieht das schön aus. Oh, was? Okay, krass. Ich hoffe, ich habe jetzt einen Screenshot gemacht. Ich habe keine Ahnung. Der kommt doch näher. Ich glaube, der backt rum. Nächsten Bug gefunden. Was ist das denn? Wir gehen mal lieber ein bisschen hier rüber. Ui, was seid ihr denn? Nein, nicht weggehen. Wartet mal. Greifen die mich an? Haben die mich angegriffen? Ach, da unten, das macht das Geräusch. Alles klar. Oh, krass. Okay, Luft. Schläft der Fisch? Nein, du schläfst, du kannst nicht abhauen. Du schläfst. Ha, ich hab einen Fisch, juhu. Kika aufgenommen, okay. Jetzt können wir vielleicht was essen, mal gucken. Wo ist, da. Essen. Das Spiel sagt mir sehr zu, vor allen Dingen was... Oh, der Fisch sieht cool aus. Vor allem was die Nahrung so angeht. Ich mag ja lieber mal einen Fisch als ein Stück Fleisch. Muss ich zugeben. Ah, gekochte Nahrung. Gepökelte Nahrung. Gepökelt ist länger haltbar, gekocht ist für Glei. Aber ich sag, wir könnten gleich mal was... Es tut mir leid. Oh, das ist ja böse, wie man den noch so sieht. Das ist voll gemein. Okay, haben wir das jetzt? Haben wir jetzt einen... Wir haben einen Fisch gesnackt. Ach, cool. Ach, ich versuche mal mit Escape rauszugehen. Wir gehen nochmal raus. Juhu. Okay. Noch ein Fisch. Aber ich kann den jetzt gar nicht. Na gut. Die Geräusche sind schon ziemlich krass. Wo ist da? Der da. Ja. Blumiger Geschmack, aber nur ganz wenig. Ja, komm. Huch. Das sieht cool aus.
Okay. Wir haben noch was zu snacken, das ist schon mal gut. So. Oh, die Geräusche. Das sind die Dinger dort, nehme ich mal an. Oh, die schlafen nachts auch. Na gut. Was haben wir hier? Korallen? Ach, die Dinger schon wieder. Was haben wir denn hier? Lila Fächer. Ist hier was drin? Nee. Ich gehe nochmal nach oben. Luft. So. Oh, was ist das? Oh, cool. Was haben wir hier? Salzvorkommen. Ach, cool. Okay, wir holen uns jetzt schon die Gewürze, ja, also wir werden hier zu Gourmet-Köchen. Schau an. Local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive core. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. Advise observing a 1 km safety range. Meint jetzt das da? Sind wir 1 Kilometer entfernt? Ich weiß es nicht. Zerbricht den Kalkstein. Juhu! Da war doch aber hier drüben auch nochmal sowas, oder? Dort ist das. Hier drüben war auch mal sowas mit Kalkstein. Das hat es vor uns angezeigt. Da, genau. Wie kann ich denn zerbrechen, bitte? Geht das mit der Hand? Ah, okay. Das geht mit der bloßen Handkante. Das ist schon mal gut. Schon wissen. Oh, es wird wieder Tag. Geh mal hoch, mal gucken, wie es aussieht. Oh. Ich hoffe, das macht dann immer Screenshots, wenn ich F11 drücke. Ich weiß es aber nicht. Wow. Oh. Ich werde wieder massenhaft Screenshots haben, ich ahne das schon. Hey du kleines Kerlchen. Na du, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Nee, hey, wo bist du? Komm mal her. Hey, komm. Flink die Teile. Haha. Was bist du denn? Ach du Gott. Hier. Ernährung. Die Koch gepökelt. Komm, wir müssen noch was essen. Schwammig, knorpelig, glücklicherweise geruchlos. Blasenfisch. Na komm. Oh, es tut mir leid. Gefiltertes Wasser. Vom Blasenfisch hätte man das kriegen können? Ah, verdammt, schön, dass mir das jemand sagt. Ausrüstung, wir nehmen mal das hier. Okay, gut. Ressourcen. Elektronik. Okay, krass, kann man jetzt auch schon machen. Werkzeuge. Wäre das mal ganz gut hier. Taschenlampe. Umgebungen. Okay, also wir brauchen. Wir müssen unseren Pott hier mal reparieren. Ich weiß noch nicht wie. Was haben wir jetzt noch im Inventar? Nein, hier. Gekochter Blasenfisch. Okay. Wir haben ja sogar noch Salz vorkommen. Wir müssten mal hier drinnen noch was craften, wo wir das lagern könnten. Wir haben auch nicht. Okay. Wir verknuspern nochmal die Fische. Säurepilz, mit denen kann ich nichts anfangen. Die könnte ich eigentlich mal raushauen. Die kann ich leider nicht bauen. Jetzt nicht. Ich weiß nicht warum. Okay. Was haben wir hier? Rote. Was? Rote? Tischkoralle, okay. Emergency. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will be in supercritical state. AT minus. Jetzt, was? 10, 9, was? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Was? Wow.
Okay, jetzt wird es radioaktiv hier, oder was? Hier drinnen ist aber immer noch halbwegs okay, oder? Geht das noch alles? Ja, das geht noch alles, okay. Das war jetzt aber krass. Okay, jetzt hat das Schiff endgültig Wumm gemacht. Das ist ein Blasenfisch. Hey du kleiner Kerl, hey du, haha. Also hier kriegt man auch Wasser. Es tut mir leid, ich kann nur das einnehmen. So, rein da? Okay. Ja. Hey, hey. Okay, sehr schön, jetzt haben wir auch Wasser gekriegt. Restliche... Okay, über dem Wasser platzieren. Huch, was? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir werden es später bestimmt noch rausfinden. Kann ich das auch nehmen? Okay, ich kann das noch nicht alles nehmen. Hallo, kleiner Blasenfisch. Komm her, du. Komm her, du. Haha. Noch ein bisschen Wasser. Wir holen uns mal noch ein bisschen Wasser. Vielleicht kann man sich später von diesen Fischen, die so nützlich sind wie der Blasenfisch, der uns halt sauberes Wasser gibt, dass man da irgendwie später sich noch so eine Form machen kann. Das finde ich ganz cool. So, unter Wasserform, dass man die dann züchten kann. Das wäre ziemlich geil. Okay. Sehr schön. Okay, damit kann man jetzt gar nichts machen. Du bist was zu essen, du bist was zu essen. Komm her, du. Oh, sind die schnell. Halt, nein. Haha, ich hab dich. Kann ich? Okay, ich hab den jetzt. Ich kann noch mehr fangen. Ah, okay. Ich muss gar nicht gleich wieder. Der ist zu schnell, oder? Der ist viel zu schnell. Haha, aber ich bin schneller. Wuhu, ich bin viel schneller. Na du, Kollege. Achso. Okay. Was braucht man erstmal? Ich würde sagen, so ein Fundament wäre ganz gut. Aber wir können es ja gar nicht bauen. Was haben wir denn hier? Kreaturenei. Okay. Das gut ist oder schlecht, lässt sich streiten jetzt. Was haben wir hier unten? Moment. Okay. Moment. So. Was haben wir denn hier? Etwas, was ich mitnehmen kann. Okay. Schweber aufgehoben. Hm. Wo ist denn da hinten? Cool sieht's aus. Gucken, wofür das ist. Die Geräusche oder was sind schon ziemlich cool gemacht, gebe ich zu. Aber irgendwie vermisse ich ein bisschen die Musik, muss ich sagen. So, was haben wir jetzt hier? Was halten wir in unseren Händen? Nur was zum Essen oder? Schwerkraftsphäre? Okay, mit dem Ding können wir eigentlich gar nichts machen. Das ist suboptimal. Machen wir uns eben erstmal was zu essen. Ich habe irgendwas im Hals gerade. So, wollen wir was zu essen machen hier? Gut. Dann heben wir uns halt diese Qualle mal auf. Oh, was ist denn das? Das habe ich gar nicht gesehen. Das Seemottenfragment. Okay. Was ist eine Seemotte?
Das ist eine Höhle? Oh, was haben wir denn da? Quarz. Sei doof, dass wir noch nicht so lange unter Wasser bleiben können. Das ist wirklich sehr schade. Huch, okay, den kann ich nicht aufheben, der ist zu groß. Was bist du denn? Hehe. Das hatten wir auch schon geguckt hier. Da bräuchte ich noch ein paar Ressourcen. Ich getraue mich einfach nicht zu den großen Teilen dahin zu gehen. Ich weiß nicht, ob das Liebe sind oder Böse. So, hier oben drauf, da könnte man was bauen. Das bietet sich schön an. Oh, hier haben wir Quarz, sehr gut. Und ist schon so was Komisches. Oh, was haben wir denn da? Die Blasenfische. Hey, es hat's geleckt. Ach nein. Haha, jetzt. Okay, Wasser haben wir und noch was zu essen haben wir. Es ist ziemlich krass gemacht. Also ich finde, man muss sehr viel essen und trinken. Das ist vielleicht noch ein bisschen zu heftig. Ich kann mich ich kann mich auf nichts anderes konzentrieren gerade. Aber das sinkt zu schnell. Das ist ein bisschen doof. Okay. So. Inventar. Es fehlt Musik. Mal gucken, ich beende die Folge jetzt gleich. Die letzte Testfolge, sage ich mal, beende ich jetzt gleich. Ich denke, wir machen mal ein kleines LP draus. Mal gucken, so wenn man mal Lust hat, dass man mal wieder eine Runde aufnimmt. Roh. So viel habe ich doch gar nicht gemacht. Was? Punkt Luft von der Oberfläche. Okay, aber... Na gut. Kreaturen ein. Was ist das hier? Was besteht aus mehreren symbiotischen Organismen? Lebenszyklus unbekannt. Oh, der bringt richtig viel. Na gut, der ist noch klein. Wir heben uns jetzt erstmal. Ich werde mal für die nächste Folge, ich habe da noch meine Playlist. Ich müsste mal neue Sachen reinpacken, ich weiß. Du kommst her, du bist... Dich fange ich jetzt, dich schnapp ich. Haha. Du bist gut, aber ich bin besser. Okay, was ist hier? Hier wird's ganz schön dunkel. Da vorne, das... Okay, ja, alles klar. Ich glaube, die sind gefährlich. Hatte das in so einem Trailer gesehen. Ich glaube, die sind böse. Hm? Ach so, das da unten. Ne, wo war denn das? Da! Ich tippe mal drauf, dass es auch böse ist. Wir haben nichts, um uns zu verteidigen. Das ist auch ein bisschen mau. Wir haben echt gar nichts, um uns zu verteidigen. Oh, da haben wir Schrott. Schrott. Na? Nehme ich. Was haben wir denn hier? Noch mehr Quarz, okay. Ich hoffe, dass mit dem Schrott, den wir jetzt gefunden haben, dass wir... Was ist das? Ein Vulkan? Ist das ein Unterwasservulkan? Oh! Boah, wie krass, ein Unterwasservulkan. Oder so ein Geysir, ist ein Geysir oder ein Unterwasservulkan? Das ist jetzt die Frage. Ob man da auch runtertauchen kann? Die Fische können durchschwimmen, okay. Wir riskieren es jetzt auch mal lieber nicht. Es wird doch gleich dunkel, ne? Ja. Dort sieht man es auch. Kommt sogar bis zur Oberfläche. Das wird ein Vulkan sein. Denke ich mal, oder?
Wir gehen mal zurück, vielleicht können wir mit dem Schrott jetzt. Ich kann mit dem Schrott ja jetzt endlich mal wie ein kleines Lager machen. Das wäre schon ganz gut. Okay. So, Ressourcen. Ah, hier, okay. Grundmaterial, Glas. Ach, aus dem Quarz? Oder aus dem Silizium? Nee, also, es war Silizium, was wir hatten, oder? Naja, gut, ist ja egal. Also machen wir aus dem Metallschrott. Sehr schön. Na doch, ist das. Okay. Sehr gut. Was war hier? Welche Faser? Nee. Ausrüstung. Pressluftflasche. 30 Sekunden mehr Atemluft. Wow, Wahnsinn. Wahnsinnig, gleich so viel. Kann ich den auch? Ich mach den jetzt einfach mal. Inventar voll. Okay. Moment. Wie groß ist der denn? Ich will nicht fallen lassen. Vom Lagerbehälter Gebrauch. Vom Lagerbehälter? Nee. Hä? Vom Lagerbehälter Gebrauch. Open Storage. Ach, kommt. Ach, Mist. Leuchtfackel. Okay, gefiltertes Wasser. Sehr schön. Nährstoffblock. Was zu essen. Hey. Wir haben schon jetzt schon überlebt, ne? Also. Das ist eigentlich nicht schlecht. Und wir haben so überlebt, ohne das überhaupt zu finden. Sehr gut. Eigentlich, denke ich. Das können wir hier rauspacken. Zack. Alles, was wir nicht brauchen. Gut, das ist unser Essen. Der Schweber kommt, da kann auch hier rein. Das Kreaturen-Ei kann auch hier rein. Leuchtfackel, das brauchen wir jetzt nicht, denke ich. Okay. Nein, ich versuche mit Escape rauszugehen. Können wir den denn hier drinnen setzen, einfach so? Geht das denn? Hallo? Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Wartet mal. Schaffst du hierher vielleicht? Dann muss ich ihn unten setzen, oder? Wir hatten doch die kleine Plattform. Wo war denn da? Ja, Klappe. Okay. Die 3. Ah, okay. Wir können uns hier also. Boah, die Geräusche. Hier auf dem kleinen Plateau können wir uns ja so ein kleines Vorratslager erstmal anlegen, denke ich. Man kann den auch wieder nehmen. Das ist gut. Man könnte jetzt unter der Oberfläche treiben lassen. Aber ich muss dann machen, das hier unten. Ja. Okay. Wasser, gut. Und den kleinen Snack mal. Wenn wir essen, verlieren wir Wasser. Na toll. Super. Was ist das da? Wir holen jetzt erstmal ein bisschen Wasser. Hey. Wir brauchen ein bisschen Wasser. Okay. Sammeln wir die jetzt alle? Ah, sehr schön. Oh. So, ich würde sagen, wir machen jetzt für die, ich sag mal in Anführungszeichen, letzte Testfolge. Erstmal Schluss. Und dann würde ich sagen, geht's in der zweiten Folge vom Let's Test, beziehungsweise der ersten vom LP, weiter, würde ich sagen. Kann man auch speichern? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Speichern, yeah. Speichere Spiel. Spiel gespeichert. Wuhu. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.